Musik und gute Laune für einen guten Zweck. Das gibt es heute hier im Fodies in Ladenburg. Jeden ersten Dienstag im Monat tritt More Roots auf. Und heute haben wir das Besondere, nämlich es wird eine Spende übergeben an das Kinderhospiz Sterntal. Liebe Freunde der guten Musik, ihr trefft uns hier an, The More Roots Company, die More Roots Band. Jeden ersten Dienstag im Monat spielen wir für euch Musik, machen euch fröhlich und haben einen Riesenspaß zusammen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Herr Dr. Lammers, ich freue mich, dass Sie heute da sind. Hoher Besuch. Sie sind Schirmherr der Veranstaltung. Warum machen Sie das? Weil ich diese Idee für ganz großartig halte, die der Willy Koch seit vielen Jahren hier entwickelt hat, nämlich mit einem Pop- und Spaßfestival Geld einzunehmen, das er dann Kindern gibt, die eine sehr, sehr, sehr schwere Krankheit haben. Das Geld wird dann dem Kinderhospiz Sterntaler zur Verfügung gestellt. Und das ist eine wunderbare Konstellation, über Wochen und Monate hinweg Menschen hier zusammenzuführen, die Spaß haben beim Spargelschälen, bei einer Misswahl, beim Tauziehen, ein Kindernachmittag. Und so bekommt man Geld, was man denen gibt, die eben nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die das so dringend brauchen. Kinder, ganz junge Menschen, die von einer schweren Krankheit gezeichnet sind und ihre Familien. Und diese Idee finde ich so toll, dass ich seit vielen Jahren gerne Schirmherr dieser Veranstaltung bin. Flaws and all, Kasi. Ich liebe dich, du liebst mich mit meinen ganzen Macken. Ich weiß nicht warum, aber dafür liebe ich dich. Sterntaler, was ist das genau? Das ist ein Kinderhospiz, das sich um ganz, ganz kranke Kinder kümmert und ihre Familien. Menschen, die eben nicht auf der Sonnenseite stehen, wie ich schon gesagt habe, die sich ganz hier reingeben in diese Aufgabe und den Kindern und jungen Menschen noch gute Tage geben in einer schweren Krankheit. Und das finde ich großartig, dass es Menschen gibt, die sich dieser Aufgabe mit ganzer Hingabe und großer Leidenschaft widmen. Herr Dr. Lammers, vielen Dank. Sehr gerne.
Susan, welche Verbindung hast du zu Sterntaler? Die Sterntaler begleiten diese Session hier im Fodis schon seit sie existiert, also seit nunmehr 6 Jahren. Und seitdem treffe ich immer wieder Leute von den Sterntalern, die hierher kommen, um einerseits die Sterntaler zu repräsentieren, für die wir das Ganze hier ja auch machen, unter anderem. Und zum anderen natürlich auch, weil ihnen die Musik gefällt und weil sie Spaß haben, weil sie da selber ein bisschen abschalten können. Zum anderen kannte ich die Ursula Demmer persönlich über ein paar Ecken noch und auch den ganzen Stab, der da hinten dran hängt, sind mir mittlerweile im Laufe der Jahre persönlich ans Herz gewachsen. Wir haben eine persönliche Freundschaft, so würde ich es fast ausdrücken. Ja, also auf mehreren Ebenen gibt's dort eine Verbindung zu den Sterntalern. Wie passt Hospiz und Musik zusammen? Das passt wunderbar zusammen. Im Hospiz ist nicht alles immer nur traurig, sondern ganz im Gegenteil. Dort bei den Sterntalern wird sehr viel gelacht. Es wird sehr viel, sehr oft ist man dort fröhlich und ausgelassen. Und das auch überhaupt gar nicht aufgesetzt, sondern das kommt dort aus den Menschen so heraus, die ihr Herz sozusagen vor sich hertragen. Und es herrscht dort eine sehr angenehme, sehr familiäre und sehr warme, liebevolle Atmosphäre. Ich kann es nur jedem empfehlen, dort mal hinzugehen, vielleicht am Sonntag auf einen Kaffee, sich das Ganze anzuschauen. Es ist dort wunderschön. Jetzt hören wir hier im Hintergrund schon die Musik. More Roots, wie lang gibt es das jetzt hier schon? Ja, wie gesagt, wir sind jetzt im 6. Jahr hier in Fodis Fairhaus in Ladenburg und dank der wunderbaren Unterstützung von Willi Koch, der die ganze Sache hier mit mir zusammen wirklich vorantreibt, gut bewirbt und immer voll hinter uns steht. Jetzt habt ihr euch heute Abend sicher was Besonderes überlegt und habt jemanden ganz Besonderes da. Wer ist das? Das ist eine Deutsch-Amerikanerin, die Tansy Davis, die ich selber erst einmal live erlebt habe. Aber das hat mich so überzeugt damals bei einer anderen Session bei Stuttgart, dass ich gesagt habe, Tansy muss unbedingt bei uns auch auftreten und zeigen, was sie drauf hat und das Ladenburger Publikum hier begeistern. Bin ich mir ganz sicher, dass sie das schafft. Gut, dann freuen wir uns da. Vielen Dank. Dankeschön, danke, viel Spaß. Jahrescheck übergeben an das Kinderhospiz Sterntaler und aus diesem Grund darf ich verschiedene Menschen nun hier auf diese Bühne bitten, nämlich natürlich unseren Willi Koch, dann das Kinderhospiz Sterntaler vertreten durch die Anja und der Lin. Lin, du kannst auch gerne, sehr gerne kommen, ich höre dich immer gerne reden und dann haben wir hier Herrn Dr. Karl Alamas. Kommt ihr? Ja, zum Teil, der Link fehlt noch, den hätte ich auch ganz gerne noch hier. So. Kommst du? Attacke. Ja, wunderbar.
So, bevor es dann soweit ist, halte ich den Scheck mal hier noch in der Verwahrung. Möchtest du was sagen, Willi? Ich möchte, dass der Dr. Kalala. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, für uns alle ist das ein ganz besonderer Abend. Für mich ist es sehr schön, heute Abend mal keine Politik, kein Berlin, kein Ärger, sondern etwas ganz, ganz Wunderbares. Nämlich heute Abend habe ich die Chance und die Möglichkeit, als Schirmherr vom Pop- und Spaßfestival denen zu danken, die über das ganze Jahr hindurch eine wundervolle Arbeit geleistet haben. Da möchte ich an erster Stelle nennen die Geschäftsführerin des Kinderhospiz Sterntaler, Anja Herrmann, die hier neben mir steht. Herzlichen Dank. Dank dir, liebe Anja, und all denen, die mit dir zusammen im Kinderhospiz tätig sind. Du hast mir das gerade noch mal geschildert, und ich weiß es ja auch aus den vielen Jahren, die ich hier schon Schirmherr sein darf, dass ihr Kinder von der Geburt teilweise bei euch habt, bis teilweise zum 18. Lebensjahr. Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Menschen, die ganz, ganz krank sind und die nicht wissen, wie lange sie noch leben dürfen. Und für die seid ihr da, Tag und Nacht, setzt euch für sie ein, mit ganz, ganz großer Leidenschaft. Und ich weiß, das ist eine ganz schwere Aufgabe. Du hast mir gerade gesagt, mit deinen wunderschönen, strahlenden Augen, aber ihr kriegt so viel zurück. Und das kann ich gut nachempfinden. Weil der Dank, der aus diesen Augen der Menschen spricht, euch eigentlich das schönste Dankeschön ist, was ihr für eure Arbeit bekommen könnt. Und deswegen nochmal ein herzliches Dankeschön dir, liebe Anja, und der Kinderhospiz Sterntaler. Herzlichen Dank. Um das tun zu können, braucht man viel Herz. Und das habt ihr alle. Aber manchmal ist es auch gut, wenn das ein bisschen unterstützt wird, eure Arbeit. Und da haben wir heute einen hier auf der Bühne, nämlich meinen Freund Willi Koch, der seit vielen Jahren oder vor vielen Jahren eine tolle Idee hat. Er hat gesagt, wie können wir diesen Zweck erfüllen, euch zu unterstützen und gleichzeitig vielen Menschen eine Freude machen. Und dann hat er dieses Pop- und Spaßfestival erfunden. Mit tollen Geschichten, mit Spargelschälen. Ich komme auch immer. Die einen schälen und ich darf das essen. Das ist sehr gut, gute Arbeitsteilung. Aber es macht wunderbar Spaß, Spargelschälen, gute deutsche Tradition, Spargel essen mit gutem Wein. Dann haben wir Tauziehen, da habe ich mich auch schon dran beteiligen dürfen. Das ist immer mit großem Spaßfaktor verbunden. Ich gehe davon aus, dass der ein oder andere von Ihnen das schon mal hier draußen erlebt hat. Dann die Misswahlen, die schönsten der Schönen hier aus der Region. Ja. Und die sich dann um die Krone schlagen, haben wir gehört, und das waren zwei, die gleich schön waren. Alle sind schön, aber es ist toll, dass ihr diesen Misswettbewerb macht. Ich halte mich da mal ein bisschen fern, weil ich nicht weiß, wie sonst die Presse darüber schreiben würde. Also das ist die einzige Ausschreibung, wo ich dann ein bisschen so beiseite stehe. Dann habt ihr Kindertage, also richtig tolle Veranstaltungen. Und das Schöne dabei ist, die Menschen haben Spaß, sie haben Freude und es öffnet nicht nur das Herz, sondern auch das Portemonnaie. Und das ist natürlich wundergut, wunderschön. Und ich freue mich, dass auch in diesem Jahr, darf ich die Summe sagen, ja, eine stattliche Summe zustande gekommen ist. Und damit sie wieder so rund wurde, hat der Willi noch die letzten Euros dazu getan. 6.500 Euro für das Kinderhospiz Sterntaler. Lieber Willi, liebe Freunde von Sonntag, danke für diesen wunderbaren Betrag und danke dafür, dass wir wunderschönes damit machen. Ja, Anja, das Mikrofon, das ist gut, damit du uns sagst, was ihr macht und wie ihr das Geld vielleicht auch. Ja, also vielen Dank, Herr Dr. Lamas. Ich schließe mich erstmal den Worten auch an und Sie sind immer sehr herzlich und sehr sterntalernah wie jedes Jahr. Darauf freue ich mich immer im Februar, wenn Sie da sind, und letztes Jahr waren Sie leider erkrankt. Die Susan hat wunderbar den Brief vorgelesen und wir haben alle gewusst, dass sie bei uns sind. Das war sehr schön.
Vielen Dank für das Danke an mich und vor allen Dingen an unser Team, denn nur gemeinsam schaffen wir diese Arbeit. Wir sind ein ganz tolles Team und wir freuen uns auch monatlich hier zu sein und ein bisschen, so wie Sie auch, entspannen zu können und ein bisschen Musik zu hören. Und die Süßen und ihr Team machen das immer so schön. Und das ist für uns eine wahre Freude. Das öffnet unser Herz, gibt uns wieder Kraft für die nächsten Tage. Und ja, für das Geld wird in die Kinderhospizarbeit einfließen. Das heißt für unsere Musiktherapie, was uns ja auch immer wieder hin verbindet. Und in verschiedene Sachdinge, die wir brauchen und einfach auch in die Pflegestunden. Vielen Dank und ich wünsche uns allen einen wunderschönen Abend. Ja, gut, wenn ich darf, Sie gehen. Natürlich. Also ich möchte mich erstmal beim Karl bedanken für seine liebe Worte, auch bei der Anja. Aber natürlich geht es nicht alles so alleine. Ich möchte mich auch bedanken bei meinem Team. Dann möchte ich mich auch bedanken bei der Susan, bei ihrer ganzen Truppe. Auch Moritz gehört dazu. Nicht nur das Pop- und Spaßfestival. Die machen jeden ersten Dienstag eine Top-Leistung, bringen die Leute her. Wir machen das auch deswegen, weil wir wollen das Sterntaler-Problem oder das kein Problem, sondern die Sache weitertragen über die Musik, dass die vielleicht auch darüber schreibt, die Presse, über diese Hospizkinder, dass es sowas gibt bei uns in unserer Gesellschaft und dass man hier noch mehr das unterstützen muss. Und es auch vom Staat unterstützen muss. Na? Und dass diese Privataktion im Endeffekt, was wir hier machen, na, das eine Aufgabe vom Staat wäre. Das ist meine Einstellung. So. Und dieses Thema habe ich damals vor 9 Jahren mit der Uschi Debber auch besprochen. Die hatte sehr schwere Probleme gehabt, auch mit der öffentlichen Gewalt. So nenne ich das. Und ich habe gesagt, das ist ein Thema, das muss unterstützt werden. Und diese Frau braucht Unterstützung. Und das geht am besten mit Musik. So. So. Okay. Dann sage ich passend zur derzeit politischen Situation. Ja. Ich finde es ganz toll, ja, dass hier auch ich als stark pigmentierter Mensch, von dem es ganz viele gibt, der der Sprache mächtig ist, ja, ist ja im Moment gerade sehr viel. Nein, das ist das Schöne, wir haben es gerade gepostet, unsere Kinder machen da keine Unterschiede, ja, das ist das Tolle. Kinder machen tolle Politik, Kinder gehen mit der Krankheit ganz, ganz toll um, nämlich so wie, was kannst du, was hältst du aus, dann mach mit und wir verhaften dich genauso, wie du bist und das tut unseren Kids gut, dass sie vollgenommen werden, dass wenn Susan kommt und mit ihren tollen Leuten bei uns Konzert gemacht hat, dass alle mit dabei sind, dass unser kleiner Bene percussion-mäßig euch begleitet und total ausflippt, ja, das ist großartig, das findet hier statt, das findet bei uns statt, das macht ihr möglich und Dr. Lammers, Sie haben Berlin erwähnt, ich bin froh, dass Leute wie Sie dahin gehen, Berlin hat es zu entscheiden und in die Wege zu leiten, dass sich da noch mehr tut, gewaltig mehr tut, wie der Willi gerade gesagt hat. Sie können mit Stolz dahin gehen und sagen, hey, meine Leute, guckt mal hier. Und was ihr hier in Ladenburg macht, was Lilly macht, was er mit seiner Crew macht, so was du hier machst, ihr könnt sowas von stolz auf euch sein. Wir sind es auf jeden Fall und wir danken euch wirklich von tiefem Herzen und tiefer Kotau dafür. Danke. So, ich mach's kurz. Ich bin hier das Schlusswort. Ich bin natürlich auch sehr stolz darauf, Willi,
Wir zwei, wir machen das wahrscheinlich, bis uns die dritten Zähne auch ausfallen. Nein. Ich bedanke mich ganz besonders bei meinem Team, was mir auch immer über all die Jahre hier die Stange hält und durch gute und durch schlechte Zeiten mich begleitet und mit mir zusammen das Ganze hier möglich macht. Das sind meine Musiker, das ist die Stammband mit Michael Quast, mit David Anlauf und mit Ray Mahomane. Das sind meine Player. Und ganz besonders auch vielen Dank bei euch, unser Publikum. Ohne euch gibt es keine Spenden. Also großes, fettes, dickes Lob an euch und immer schön wiederkommen. Vielen Dank an euch. Frau Herrmann, ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind, die Spende zu übernehmen. Was macht ihr mit dem Betrag? Unsere Einrichtung Kinderhospiz Sterntaler benötigt den Betrag, um laufende Kosten sowie Pflegestunden, aber auch Sachmaterialien wie Betten oder diverse Pflegemittel eben anzuschaffen. Wie findet ihr das, dass es heute Abend so gefeiert wird oder so übergeben wird? Wunderschön. Also seit jetzt mittlerweile 6 Jahren macht Fotis für uns die Veranstaltung und es ist schon ein Riesenteil von uns geworden hier, diese Veranstaltung. Wir sind immer wieder da. Jeden Monat sind Leute von uns da, die auch viel Spaß haben und das ist so eine tolle Gemeinschaft geworden und wir sind ganz glücklich, dass sie uns dauerhaft unterstützen. Ist es nicht sehr traurig, auch manchmal so eine Begleitung?
Es ist sehr traurig, ja. Und andererseits ist es wundervoll, so eine Oase zu haben, eine Herberge zu haben, in der Menschen, die dieser Hilfe bedürfen, auch Platz finden und Raum finden für ihre Probleme, Sorgen und Ängste. Und die teilen wir und wir teilen Freude und Leid, auch im ganzen Team. Das ist auch Voraussetzung, dass das Team wunderbar miteinander harmoniert und da schaffen wir das gemeinsam. Wir haben uns vorhin mal kurz darüber unterhalten, dass ihr sehr auch von Spenden lebt. Was braucht ihr noch und kann man jemanden noch auffordern, bei euch zu spenden und wo muss er sich hinwenden? Also Spenden werden wir immer benötigen. Es ist die ganze Kinderhospizarbeit generell lebt von Spenden. Das, was bezahlt wird von den Kassen oder Pflegekassen, reicht einfach nicht aus. Das geht uns so, es geht anderen Hospizeinrichtungen so. Und das heißt, wir brauchen immer Spenden, um den fortlaufenden Betrieb, die Pflege einfach auch sichern zu können. Kann es sein, dass ihr auch mal Kinder zurückweisen müsst? Aus Geldgründen auf keinen Fall. Gut, jetzt heute Abend, auf was freuen Sie sich ganz besonders? Also heute Abend wieder die Stimmung und das Programm, was die Susan auch ja jeden Monat wirklich so herzlich zusammenstellt. Die ganzen Künstler, die da sind, die teilweise auch ohne Gage arbeiten und das in den Pott schmeißen für die Spende und das Zusammensein. Und auch für uns ist es ein bisschen, ja, ein Stück wegkommen vom Alltag und ein bisschen Zusammensein, Spaß zu haben. Letzte Frage, wo können sich Leute informieren, die euch unterstützen wollen? Auf unserer Homepage www.kinderhospiz-sterntaler.de kann man sich informieren. Und ansonsten darf man sich gerne im Büro Mannheim melden unter der Nummer 0621 178 22330 und kann einen Termin vereinbaren und wir treffen uns dann in Dudenhofen, dass man sich mal kennenlernt im Hospiz und die Menschen auch einen Einblick bekommen, wo denn ihre Spenden hingehen und wer wir denn auch sind. Es ist uns ganz wichtig, dass wir nah sind an den Menschen. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Dankeschön. Danke auch. Heute im Foodiesphere-Haus bei der Spendenübergabe Herr Binder, der Journalist von Metropoljournal im Rhein-Neckar-Kreis. Herr Binder, Sie sind ein guter Freund und Geschäftspartner von Willi Koch vom Foodiesphere-Haus. Ja, in der Sache Sterntaler sind wir natürlich immer engagiert. Das ist nicht nur eine große Sache, sondern eine richtig gute Aufgabe. Und deswegen sind wir also heute Abend auch persönlich da, um darüber zu berichten, sodass unsere Leser und Freunde des Metropoljournals über die Sache richtig informiert werden. Die Zeitung, zeigen Sie mal bitte den Zuschauern. Das ist das Metropoljournal, ja, das in der Metropolregion Rhein-Neckar verteilt wird in 1350 Auslagestellen und über 30.000 Haushalte mit einer Gesamtauflage über 70.000 Exemplare. Das heißt also, einmal gedruckt, groß bekannt gemacht. Das ist richtig. Zusätzlich haben wir natürlich auch unter metropoljournal.com eine normale tägliche Berichterstattung, in dem wir über alles, was in der Region passiert, auch berichten. Herr Binder, vielen herzlichen Dank für das Interview. Wir danken auch Ihnen. Willi, heute sind wir mal wieder bei einer ganz tollen Veranstaltung. Erzähl mal, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, zu diesem Event? Ja, also wir machen schon, kann man sagen, seit den Mitte der 90er Jahre solche Veranstaltungen. Wir haben es angefangen im Halben Mond in Heppenheim für die Carrera-Stiftung. Da haben wir dann unsere Heppenheimer Frühlingsklänge gemacht. Das war auch eine sehr tolle Veranstaltung, das war eine klassische Veranstaltung. Dann haben wir später für die Herzog-Stiftung, für die Frau Herzog, dann 2004 war das, da haben wir uns überlegt, was können wir hier machen. Dann haben wir ein Jahr geplant. Im Jahr 2005 haben wir das erste Pop- und Spaßfestival gemacht. Und wie seid ihr dann auf die Spenden für die Sterntaler gekommen? Oh, das ist eine schöne Geschichte. Zuerst war die erste Aktion für die Street Skids International.
Wir haben hier, sag mal, in Tansania eine Schule entsprechend und eine Ausbildungsstätte gesponsert. Und da die Kinder in Tansania ja in Schulen gehen können, aber es gibt keine Ausbildung. Und hier hat eine Deutsche, die einen Afrikaner geheiratet hat, diese weißen Kinder aufgenommen. Und diese weißen Kinder haben sie dann entsprechend in die Schulen geschickt und dann später ausgebildet. Und nach der Ausbildung hatten die weißen Kinder die Chance, entsprechend sich selbstständig zu machen. Sie haben dann, wenn du Maurer gelernt hast du dann die Kelle gekriegt oder Näherin, hast du eine Nähmaschine gekriegt oder so. Und dann haben die sich selbstständig gemacht oder sind dort geblieben und haben dann weiter Kinder ausgebildet. Aber was hat das jetzt mit der Stendthaler zu tun? Oh, und wir brauchen natürlich für das Pop- und Spaßfestival, weil es eine Musikveranstaltung auch ist, brauchen wir entsprechend Sponsoren. Ne? Und dann haben die Leute hier in der Umgebung gesagt, also Firmen, aber bringst du das Geld nach Afrika? Hier gibt es auch viele Bedürftige. Ja? So, und dann habe ich mir überlegt, was kannst du machen? Dann war ich erst bei einem Bärenthaler in Wiesbaden und die haben gesagt, hey, da gibt es auch ein Kinderhospiz in Mannheim. Also, oh, das ist ja klasse. Und dann habe ich den Kontakt gesucht und habe dann nach einem sechsstündigen Gespräch, das war eines der schönsten Gespräche in meinem Leben überhaupt, mit der Frau Ursula Demmer, die leider verstorben ist, eine sehr tolle Frau. Und da war mir klar, also das musst du machen. Ne? Es gibt noch ein anderes Problem in unserer Gesellschaft, das sind diese Kinder, die schwer krank sind. Der Staat lässt sie irgendwo links liegen. Diese Frau hat aufopferungsvoll dieses Ding gegründet, dieses Hospiz, und hat auch viel, viel Gegenwind gehabt und den Gegenwind auch überstanden mit einer Kraft, und das war so toll. Und da habe ich gesagt, das ist es. Und ich habe auch immer, muss ich sagen, ich habe 4 Töchter und bei jeder Geburt war ich ja dabei. Und da muss ich auch sagen, ich habe auch immer Angst gehabt, Mensch, kommt das Kind gesund zur Welt? Und alle 4 Kinder sind gesund und ich bin also in einer glücklichen Situation, dass es mir so geschehen ist von Gott. Aber ich muss sagen, leider gibt es Menschen, die haben diese Situation. Und hier wird durch das Kinderhospiz die Familie betreut, die Kinder betreut, die gesunden Kinder beim Abschied nehmen. Und das ist schon eine ganz tolle Sache. Wie viel Spendengelder habt ihr jetzt eingesammelt? 6.500 Euro. Wir kamen auf den Betrag genau wie letztes Jahr auch. Und ich bin auch sehr stolz darauf. Ja. Susan Horn spielt heute Abend. Habt ihr einen Special Guest? Ja, wir haben einen Special Guest. Rino Galliano ist da und dann noch eine Sängerin. Und dann werden noch bestimmt der Noel und so weiter und so fort kommen. Es werden noch ein paar Sänger kommen. Und es wird bestimmt eine tolle Session. Super, vielen Dank, Willi. Ja, danke für das Interview. Und schönen Abend noch. Warm river, why
sitting round the bay. A huckleberry friend. Susie? Ja, also es ist ganz toll, was der Willi Koch hier macht und die Susan Horn mit ihren Mauruts. Die sammeln ja für die Sterntaler und eine ganz tolle Aktion, finde ich. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen, nur dass ich immer wieder gerne komme. Mir gefällt es immer wieder gut und das seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Ja, insbesondere der Abend heute Abend war super. Tolle Künstler, tolle Musik. Die Speisen wie immer klasse, was soll ich sagen? Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier einfach. Und insbesondere möchte ich doch gleich mal die Werbung machen für Silvester. Letztes Silvester war ich nicht hier gewesen, bedauerlicherweise. Dieses Silvester werde ich wieder da sein, weil das ist unbeschreiblich schön. Also weiter so und vielen Dank.
und den Zuhörern wünsche ich das Beste überhaupt. €6.500. Was ein wunderbarer Betrag. Aber was ganz wichtig ist, ist die Wärme, die von diesem Abend zum Kinderhospiz übertragen wird. Das war euer Christian Gräber aus Ladenburg. TV überregional für Sie unterwegs.